Schön, dass ihr reinschaut, ihr Lieben. Robert Habeck, unser Wirtschaftsminister, ist begeistert von dieser Frau, Mariana Mazzucato. Sie ist eine italienisch-amerikanische Wirtschaftswissenschaftlerin und Professorin am University College London. Mariana Mazzucato vertritt die These, dass der Staat nicht nur die Rahmenbedingungen setzen soll für die Wirtschaft, sondern selber als Innovationstreiber auftreten soll, also Märkte generieren soll. Tatsächlich kann das gut gehen. Ein ganz typisches Beispiel sind die USA. In den USA ist es so, dass dort der Staat tatsächlich Innovationstreiber ist. Jetzt muss man aber natürlich mal die Frage beantworten, wer ist denn der Staat? Wer kann das sein? Und in den USA ist das die US Army. Der amerikanischen Armee sind viele Technologiesprünge zu verdanken, die auch unser Leben heute erleichtern. Navigation mit GPS, um nur ein Beispiel zu nennen. Die Denke von Frau Mazzucato ist also gültig für Länder, wo der Staat Innovationstreiber ist. Dazu gehören, wie gesagt, die USA, aber auch Israel, China oder auch Japan. Und dieses Konzept, dass der Staat der Treiber von Innovationen ist und Märkte schafft, das will Robert Habeck auch in Deutschland machen. Die Frage ist, wie realistisch ist das? Wenn in Amerika die US Army der Innovationstreiber ist, dann müsste in Deutschland diese Rolle die Bundeswehr spielen. Ich glaube, wir müssen dazu nichts sagen. Die Bundeswehr ist runtergewirtschaftet und war auch noch nie Innovationstreiber. Der Staat ist doch viel zu langsam. Denkt doch mal dran, wie Olaf Scholz von der Zeitenwende gesprochen hat. Es ist jetzt genau ein Jahr her, dass 1 Milliarde Sondervermögen eingeführt wurde. Davon ist heute kein einziger Euro ausgegeben. Die Bundeswehr ist immer noch genauso marode wie vorher. Steht denn der deutsche Staat für Innovationen? Schauen wir uns eine staatliche Firma an, die Deutsche Bahn. Ist das ein Innovationstreiber? Der Zustand, in dem die Bahn heute ist, ist doch wirklich beklagenswert. Oder denken wir nur an die Digitalisierung? Das heißt, dass der Staat in Deutschland Innovationstreiber wird, das kann nur in der Theorie passieren. Das geht in Wirklichkeit nicht. Und weil der Robert das natürlich weiß, und auch genau erkannt hat, dass sein Ministerium oder die Regierung, der Staat in Deutschland nicht Innovationsführer sein kann, arbeiten sie mit Verboten. Verbrennerverbot, Tempolimit, Verbot der Kernenergie, alles kommt auf die Verbotsliste. Aber Verbote helfen nicht. Innovationen setzen sich durch. Das Handy hat sich auch nicht durchgesetzt, weil man das analoge Telefon verboten hat, sondern weil es die bessere Technologie war. So simpel kann das sein. Und was ist jetzt die große Gefahr? Nun, der Robert träumt davon, dass Deutschland staatsinnovatorisch werden kann. Und wenn das ausbleibt, und es wird ausbleiben, dann wird die Verbotsliste immer länger. Und das, ihr Lieben, kann unsere Industrie tatsächlich ruinieren. Das größte Problem ist die Technikfeindlichkeit der Grünen und natürlich der Gedankenfehler, dass was in einem Land funktioniert, auch in einem anderen automatisch funktionieren kann. In diesem Sinne teilt dieses Video. Wir können ja dann sehen, wo es hinführt. Wir können ja sehen, wie es ausgeht. Ich persönlich sehe eher schwarz.